was machst du da? Ich gucke nach Möbeln. Für wen denn? Na, für dich. Für mich? Ja, nachdem Anna ihr neues Zimmer bekommen hat, sollst du ja auch eins haben. Das ist ja mega klasse, Papa. Da freue ich mich. Das erzähle ich euch gleich meiner Freundin. Mach das. Bello, ich bekomme jetzt auch ein tolles neues Zimmer. Ist das nicht schön? Na, bist du fündig geworden? Ja, hier habe ich ein tolles Bett gefunden. Aber das muss selbst aufgebaut werden. Die liefern es nur bis zur Haustür. Oh je, selbst aufbauen? Ich krieg das doch hin. Was heißt denn hier oh je? Naja, so ein Bett aufzubauen ist bestimmt nicht ganz so einfach, Peter. Ach, papalapap, ich bestell das jetzt einfach. Teddy, komm, wir reiten. Und nämlich, Teddy, du musst auch noch reiten lernen. Wir müssen nämlich auch für dich einen Reiterhelm kaufen. Greta, kannst du bitte leiser spielen? Wir wollen diese Reportage sehen. Ja, Papa, hätte ich bloß mein Zimmer wieder. Mama, wann wird denn mein Zimmer endlich fertig? Mit dem Tapezieren und Streichen sind wir schon fertig. Jetzt fehlen nur noch deine Möbel. Darf ich es mir anschauen? Nein, Greta, dein Zimmer ist für dich im Moment tabu. Es soll doch eine Überraschung werden. Oh Mann, warten ist so doof. Anna? Ja? Meinst du, mein Zimmer wird genauso schön wie deins? Bestimmt, Greta. Jetzt schlaf, ich bin müde. Hoffentlich. Ich freue mich schon so auf mein Zimmer. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Greta. Wo sollen denn die Möbel hin? In das Obergeschoss, bitte. Alles klar. Geschafft. Feierabend für heute. So, die Möbel sind oben. Viel Erfolg beim Aufbauen. Na, dann mal an die Arbeit. So schwer kann das ja nicht sein. Du siehst ja stark aus, Papa. Wie ein echter Handwerker. Ich sehe nicht nur so aus, ich bin auch ein echter Handwerker. Ihr werdet schon sehen. Da ist ja die Aufbauanleitung. Das gibt es doch nicht. Die ist ja auf Französisch. Wer soll denn das bitte verstehen? Wir leben doch nicht in Frankreich. Was sind das für Witzbolde? Ach, was soll's. Ich krieg das auch ohne Anleitung hin. Selbst ist der Mann. Mann, warum klappt denn das nicht? Hier passt doch auch gar nichts. Mama, sollte nicht jemand Papa helfen? Er wollte keine Hilfe. Er wollte es unbedingt alleine machen. Hallo, Jule. Hallo, Vicky. Ich war gerade mit Felix spazieren und dachte mir, ich besuche euch spontan. Und wir trinken vielleicht einen Kaffee zusammen. Ja klar, ich freue mich. Das kann ja nicht wahr sein. Warum passt denn das nicht? Was ist denn bei euch los? Hallo, Tante Jule. Hallo, ihr zwei. Peter baut die Möbel von Greta auf. Allein? Ja. Soll Chris ihm vielleicht helfen? Er ist gerade zu Hause. Nee, lass mal. Peter wollte es unbedingt allein machen. Lass uns in den Garten setzen. Das Wetter ist so schön. Ja, lass uns in den Garten. Dürfen wir mit Felix spazieren gehen? Ja, natürlich dürfen wir. Viel Spaß. Juppie. Wo ist denn Jonas? Er ist beim Fußball. Aua, so ein... was mache ich denn jetzt? Ach, ich rufe jetzt schnell Chris an. So ein Baby ist wirklich süß. Ja, das stimmt. Solange es nicht schreit. Ich hätte gern noch ein Geschwisterchen. Darf ich jetzt auch mal schieben, Greta? Ja, gleich. Hey Chris, ich hätte da eine Bitte. Du könntest nicht kurz vorbeikommen, oder? Ich brauche mal deine Hilfe. Okay, super. Da bist du ja. Komm schnell rein. Peter, brauchst du irgendetwas? Nein, es ist alles gut. Schwesterchen, ich muss jetzt langsam nach Hause. Jonas müsste bald kommen. Okay, und ich gehe mal nach oben, schauen, wie Peter zurechtkommt. Peter? Chris, schnell, versteck dich. Hä, warum denn? Mach einfach, stell keine Fragen. Wo denn? Hallo, Victoria. Hallo, Chris, ich hab dich gar nicht kommen hören. Das ist ja nun egal, lass uns mal weiterarbeiten. Ich wollte nur wissen, ob du klarkommst. Ja, klar. Fertig. Sieht doch gut aus. Ich habe nur das Gefühl, dass wir irgendetwas Wichtiges vergessen haben. Puh, wüsste nicht was. Naja, ist ja auch egal. Dann bringen wir noch den Sitzsack an und dann kann Vic noch die Deko machen. So, das Bett ist aufgebaut. Du musst nur noch die Deko machen. Dann kann Greta endlich in ihr Zimmer. Alles klar, mache ich. Ich habe auch schon alles besorgt. So, Greta, dein Zimmer ist endlich fertig geworden. Juhu, darf ich gleich hoch? Ja, aber vorher verbinde ich dir die Augen. Ich bin so gespannt. Aber ihr müsst mich führen. Ja, natürlich, Greta. Gib mir deine Hand. Vorsicht, jetzt kommt eine Stufe. Ganz vorsichtig. Gleich kommt die Krippe. Ja, da helfen wir dir auch. Jetzt darfst du die Augen aufmachen.
Wow, das sieht ja toll aus. Na, haben wir dir zu viel versprochen? Ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst ansehen soll. Das Bett ist ja toll und dieser tolle Hängesack. Oh, mein neuer Schreibtisch. Oh, und da steht ja sogar mein Name. Danke, Mama und Papa. Das Zimmer gefällt mir so gut. Dann gehe ich mal in meine Höhle rein. Ich kann jetzt schaukeln. Das ist ja cool. Und jetzt möchte ich in mein Bett klettern. Darf ich das? Ja, natürlich. Das ist doch dein Bett. Aber wo ist denn hier die Krippe? Ach Mist, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Das ist nicht dein Ernst, Peter. Das ist nicht schlimm. Ich kletter über die Rutsche ins Bett. Ich bin oben. Es ist so schön hier. Hier können Teddy und ich super schlafen. Und jetzt guck dir nochmal die Höhle an und wir machen mal das Licht aus. Wow, das sieht ja toll aus. Ist das gemütlich hier? Ich will niemals hier raus. Wenn euch mein neues Zimmer gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Eure Greta Jansen mit Anna. Die grüße ich, Charlotte Lulan. Tschüss.